64. Vier-Schanzentournee. Natürlich auch mit uns beiden, mit Gerd Siegmund und mit Dirk Thiele. Und mit einem völlig durchsichtigen Ablauf. Jeder weiß genau, wer der Favorit ist. Es kann nur einer gewinnen, die anderen sind alle Beiwerk. Oder wie? Ja, hast du wie immer auf den Punkt gebracht, Dirk. Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ja, aber so sieht's ja aus und das macht ja die Spannung aus. Also wir haben keinen klaren Favoriten. Natürlich hat sich sicherlich ein Kamisch doch rauskristallisiert. Ein Gregor Schlierenzauer muss man auf der Rechnung haben, aber sicherlich auch vielleicht den einen oder anderen, an den wir noch gar nicht denken. Die Japaner zum Beispiel. Ja, Gerd, das, was wir jetzt gesagt haben, das steht in allen Zeitungen. Das wollen die Zuschauer von uns auch gar nicht wissen. Welche Befürchtungen haben wir denn, dass die Tournee vielleicht durch jemanden entschieden kann, wird, der gar nicht mitspringt? Sprich, den Wind? Genau, der Schnee? Wind. Ja. Also die halten sich noch in Grenzen, zumindest meine Befürchtung. Aber du weißt, ich habe mit Wetter nicht so viel am Hut, tippen sollte ich auch lieber nicht. Also, ja, aber du bist eigentlich Experte. Ja, aber da ist ja das Wort eigentlich noch dazwischen. Ne? Aber bisher, glaube ich, habe ich das nicht so ganz schlecht gemacht. Ja, Eigenlob stinkt manchmal, ja. Aber trotzdem, wenn du es schon ansprichst, dann will ich mal in aller Form sagen mal ein Lob loswerden für den Gerd Siegmund. Also er hat ein exzellentes Auge, er sieht mehr als ich sehe. Gut, das ist vielleicht keine Kunst, aber trotz alledem. Also, okay, aber das muss jetzt reichen für die nächsten 10 Jahre, ansonsten wird er übermütig. Ja. Also, okay, die Schanzen, sagt man, ähneln sich mittlerweile, sind nicht mehr vom Charakter so unterschiedlich, wie das mal war. Stimmt das? Aus meiner Sicht auf gar keinen Fall. Sicherlich sind sie alle neu gebaut, bis auf vielleicht Bischofshofen, die ist aber auch ein bisschen modifiziert worden. Aber wenn man auch die Athleten fragt, es sind vor allen Dingen unterschiedliche Radiusdrücke im Anlauf. Dann ist ein langer Schanzentisch ein kurzer Schanzentisch. Gerade wenn wir Bischofshofen rausnehmen, Vergleich vielleicht mit Oberstdorf, wo wir heute hier anfangen. Kann man nicht vergleichen, Flugkurven völlig unterschiedlich. Innsbruck geht ziemlich hoch raus und dann braucht man auch ein bisschen Aufwind, dass man noch die letzten Meter runterkommt. Und in Bischofshofen ist doch eher eine flachere Flugkurve, schon fast so ein bisschen eine Skiflugschanze. Also da bin ich nicht bei dir. Wer das schreibt, hat vom Skispringen nicht so viel Ahnung. Klar, sie sind nach neuesten Gesichtspunkten gebaut, aber die Charakteristik ist noch definitiv eine andere. Gut, dann hake ich mal nach. Wer von den favorisierten Springern, wem liegen denn die vier Schanzen am ehesten gleich? Ja, es ist Gregor Schlierenzauer, der die letzten beiden Tournees gewonnen hat. Ja. Und er kennt alle so gut wie kein anderer. Allerdings, ein Kamisch Stoch ist dieses Jahr wirklich in einer besseren Form. Er hatte immer aus meiner Sicht ein paar Probleme, vielleicht in Innsbruck, Bischofshofen. Aber auch in Oberstdorf. Ja, aber da erinnern wir uns auch leider an die letzten Jahre, wo es doch vom Wetter her nicht so gut war. Also da war auch ein Gregor Schlierenzauer schon mal aus dem Rennen, glaube vor 2 Jahren. Yeah. Und dann ist abgebrochen worden, wieder angefangen, hat er sich noch durchgerettet, am Ende die Tournee gewonnen. Genau. Also das ist dieser große Unbekannte, über den wir anfangs gesprochen haben. Von dem her, also ich denke, er hat schon sehr, 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 sehr gute Chancen, der Gregor. Aber die anderen sind auch nicht so schlecht wie, na, schlecht waren sie immer nicht, aber sind doch näher rangerückt an den Gregor als vielleicht in den Jahren zuvor. Ich durfte vorhin der FIS, dem Horst Nilgen, ein Interview geben und er hat mich nach dem Charakter gefragt, der Vierschanzentournee. Und ich sage, ich siedle die Vierschanzentournee noch über einer WM und über Olympia an, zumindest von der Härte des Programms und von den Anforderungen. Da bin ich bei dir, Dirk. Also da brauchen wir gar nicht groß rumstreiten. Also für einen Skispringer, der Gesamt-Tourneesieg, das ist auf einer Stufe wie die Olympischen Spiele. Nur, dass man kein Olympiasieger ist, ist ja klar. Aber es ist nur ein Wettkampf, in Anführungszeichen, bei Olympia oder bei Weltmeisterschaften. Hier muss man über 10 Tage aber absolut topfit sein, das nötige Glück natürlich auch haben. Aber wenn die Verhältnisse vielleicht auch nicht so sind, mal einen Sprung zeigen, der einzigartig ist, den man sich vielleicht selber gar nicht so wirklich zugetraut hat. Und dann eben, ja, die Tournee zu gewinnen. Und dann ist man wer im Skisprungzirkus. Okay. Bist du topfit? Ich ja. Ja, du bist ja auch wer. Okay. Also, wir laden Sie ein. Alle Qualifikationen, alle Entscheidungen live bei Eurosport. Wenn es gut geht, mit uns beiden.